Es ist 1.30 Uhr, noch 4,5 Stunden bis zum Morgengrauen. Und somit herzlich willkommen zurück bei Nightfall. Gut, dann machen wir hier mal zu. Aha. So, in der letzten Folge ist ja der Eiswagen. Kann man das so nennen? Ja, der Eiswagen da weggeschlittert wie nix. Gut, diese Puppe. Diese kleine schräge Puppe. Ja. Moment, was ist das? Ich weiß, wo du deine schmutzigen Filme versteckt hast, Frederick. Schäm dich nicht. Ich mache meine eigenen. Was? Weißt du, wo du deine schmutzige Filmchen versteckst, Frederick? Erstens einmal, wer ist Frederick? Gut, müssen wir gewisse Filme aufsuchen oder wie? So, so. Okay, diese schräge Puppe da, die will doch keiner sehen. War das eine Kerze? Moment. Nee, das ist nur, ja, die Schublade selbst. Gut. Okay. Oh, ja, ja. So. Ich glaube, im Bad würde es... Jö, süß. Würde jemand im Bad... diese Schmuddel... Schmuddelfilme verstecken? Ich glaube nicht. Ich habe schon 5 Ersatzbatterien. Ja, und die Taschenlampe bis jetzt noch nie benutzt. Okay. Hier nicht. Also ich weiß, wo sie ihr kleiner Freund lagert. Vielleicht dort in der Nähe. In diesem Fall würde ich ja dort suchen gehen, aber... genau deshalb suche ich überall anders. Überall kommt dieser Lärm. Und ich glaube nicht, dass... ja. Das gehört eigentlich in unser Zimmer. Glaube ich. Also, der Hamster lebt noch. Gut, was sonst? Oh nein. Sag mir nicht, dass der Strom jetzt auch noch ausgefallen ist. Sieht ganz so aus, aber im Moment sind wir doch noch genug. Okay. Diese Puppe. Und die da erst. Ja, ich hab Angst vor dir. Oh. Dass dein Kopf bewegt. So, was haben wir hier? Nichts Außergewöhnliches. Ja, wenigstens das kann ich machen, ohne
ohne Strom. Gut, kann man eigentlich beim Stromkasten irgendetwas schon. Ach ne, ist zu. Ich dachte, wegen dem Licht. Da. Ja. Okay, hier ist es dunkel. Ich glaube nicht zu dunkel, aber dunkel genug. Mhm. Gut, dann gehen wir mal. Ja, sehr schön. Das ist ja. Oh, falsche Seite. So. Ja. Von mir aus. Lach du nur. Ich glaube, hier. So, jetzt ist die Frage. Gibt es noch ein Video? Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere konzentrieren. Na klar. Oh. So. So, das auf dem Bett ist neu. Nee, das da ist neu. Aber wo sind die Schmuddelfilme, hä? Nirgends, oder? Ich kann dich kontrollieren. Ja, das kennen wir. Also dann muss es das hier. Ich kann hier nicht sitzen und warten, bis die Polizei sich meldet. Ich rede noch einmal mit den Nachbarn. Irgendwo müssen unsere Kinder ja sein. Die Ray Fians von gegenüber sind wohl noch immer im Urlaub. Aber in der übrigen Straße müssten alle da sein. Jetzt ist der Strom ausgefallen. Da sind sowieso alle aufgewühlt. Ich gebe nicht auf. Ich finde unsere Kinder. Warte hier auf mich, wenn du zurück bist. Okay. Gut. Das war klar, dass das passiert. Aber das war kein Schmuddelfilm. Müssen wir zu den Nachbarn gehen? Okay. Das ist jetzt ein bisschen. Ist das? Wie ich von einem Kollegen bei der Stadtverwaltung erfahren habe, sind gestern Abend nicht nur alle Telefone, sondern auch der Strom ausgefallen. Das alles bei tosendem Gewitter. Die Verwirrung war perfekt. Da hätte man vermutlich eine Bank ausrauben können, ohne dass jemand etwas merkt. Oder Schlimmeres. Ah. Aber. Okay. Warum wurde zuerst der Hinweis von den Filmen gesagt und dann. Ich dachte, wir müssen es finden oder so. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht auch nicht. Noch 4 Stunden bis Tagesanbruch. Das hatten wir schon. Gut, also lichtmäßig her ist es hell genug eigentlich. Ich glaube nicht, dass man jetzt noch ein paar Sachen finden kann. Wie zum Beispiel Spiele oder Disketten meine ich. Denn wenn wir ehrlich sind, wo wollen wir sie reinstecken oder wo wollen wir sie benutzen, wenn der Strom aus ist? So. Aber aus Gründen der Ethik. Warum
Warum Ethik? Keine Ahnung, aber aus genau diesen Gründen suche ich hier alles ab. Mhm. Eigentlich sieht man genug? Also, ich sehe noch halbwegs genug, aber es liegt vielleicht daran, dass ich auch gut im Dunkeln sehe. Und mir deshalb die Dunkelheit nicht viel ausmacht. Aber ja. Gut. Mhm. Ach, was soll's, euch zuliebe. Aber wir werden ja nicht die ganze Zeit da sein, also müssten wir sonst überall eine Lampe... Wieso niemand? Auch niemand hier draußen. Aber gut. Okay. Gut. Hallo, kleiner... Hallo, kleiner Freund. Da haben wir eine Kerze, aber sonst... Nichts. Ja. Versuch's bei jemand anderes. Wir sind hier nicht so schreckhaft. Glaube ich zumindest. Hm. Okay. Niemand will mit mir spielen, also gehe ich halt so. Und ja. Okay, hat seinen Kopf wieder gedreht, glaube ich. So, was haben wir hier? Hier hat sich nichts geändert. Hm? Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Morden vor 4 Jahren und dem Verschwinden von Valerie und Mike Carson geben? Ja, könnte es. Ja, hab's genau gesehen. Der hat sich bewegt, der süße Kleine. Okay. Ja. Achso, das ist der... Moment ist nichts, bis auf die Puppe hier. Aber gut, wir haben eigentlich alles durchsucht. Ich bin unterwegs, ganz ruhig, mein Freund. Verehrte Nachbarn, es ist uns zugetragen worden, dass mehrere Mitglieder unserer Nachbarschaft einen Eiswagen beobachten konnten, der durch das Viertel zieht. Ja. Kennen wir, haben wir gelesen. Mhm. So, siehst du, keiner da. Gut, der Trend ist noch das Licht an, aber... Aber sonst... Also nach draußen kommen wir nicht. Was war das für ein Geräusch? Hm. Okay. Ach ja.
Und passiert irgendetwas? Nein. Also nur, wenn man nicht hin... Verdammt. Ah, ach so, ja. Verstehe. Dann wechseln wir die Batterien und nehmen die da. Aber hier scheint nichts zu sein. Ich glaube, ihr solltet genug erkennen. Vielleicht hier? Ist hier irgendetwas anderes als sonst? Seltsam. Wie ich von einem Kollegen bei der Stadtverwaltung erfahren habe, sind gestern Abend nicht nur alle Telefone, sondern auch der Strom ausgefallen. Gut, also bisher... Oh, was ist hier und... Oh. Ja, du wackelst schön, aber... Bedeutet das, es ist in diesem Zimmer? Okay, irgendetwas kratzt da gerade gewaltig. Machen wir hier mal Licht. So, also die Tür geht immer noch nicht. Draußen ist niemand. Hier scheint das... Ja. Siehst du? Ich bin da. Okay, jedes Mal, wenn wir irgendwo sind, klingelt es an der Tür. Und draußen sehe ich niemanden. Kein tanzender Clown, der uns zuwinkt. Sie bellt laut, wenn ein Gewitter kommt. Ja, ja. Kommt er jetzt wieder mit seinem Eiswagen? Also wir hören ihn, aber... So. Ja, ja, ja. Weiß nicht, aber meldet das niemand der Polizei oder kann es niemand der Polizei melden? War hier irgendetwas Besonderes? Ich bin mir nicht sicher, aber habe eigentlich nichts gesehen. Okay. Er fährt wieder weg. Moment.
Wo können wir das noch am besten sehen? Okay. Mist. Das Telefon macht immer noch tut, tut, tut. Seltsam. Okay. Das Einzige, was man hier gehört hat, ist der kleine Kollege da. Aber sonst? Na, du... Okay. Hat das irgendwie zu... irgendetwas zu bedeuten, wenn die... mit dieser... Anziehpuppe da ist? Hm. Und was ist das? Ah, Streichhölzer, okay. Gut. Hm. Mach mal ein bisschen Licht. Vielleicht haben wir irgendetwas verpasst. Ja, ja, ja. Bin gleich da, bin gleich da. Auch wieder nichts. Hm. Ja, ja. Der Typ kann so lange klingeln, wie er will. Es bringt nichts. Wie soll ich sagen? Es ist nie jemand da. Und du weißt nicht, ob ich die Tür berühren muss. Hm. Also sie war vorhin hier, diese Anziehpuppe. Vielleicht hat das jetzt etwas zu bedeuten, dass sie oben ist. Und warum macht sie... Oh, hier. Heute hat ein Bote ein Dreirad für Mike gebracht. Weißt du, von wem das kommt? Vielleicht von einem der Eltern aus der Schule. Ich hoffe, du hast das nicht von unserem Urlaubsgeld genommen. Okay. Okay, für einen Moment. Er hat einen kleinen... Huh. Moment. Hier? Dreirad, made in USA by Bikes for Kids. Gekauft am 3. November 1969 im Smith & Sohn Biker Store. $79,99 inklusive Steuern mit kostenlosem Lieferdienst. Persönlicher Gruß des Käufers. Hier ist das Dreirad, das du dir gewünscht hast, Mike. Viel Spaß damit. Ich liebe es, Kinder zum Lachen zu bringen. Mit besten Grüßen. Ein fröhlich grinsender Freund? Ja. PS, wenn du Lust hast, drehen wir bald unseren gemeinsamen Film. Dein Dreirad kannst du natürlich mitbringen. Ja, okay. Erstens einmal, ist das da oben eine Spinne? Zweitens, okay. Interessant, also... Als das Dreirad mit dem kleinen vorbeigedüst kam, dachte ich mir, ui. Aber ja, hab schon Schlimmeres gesehen. Noch 3,5 Stunden. So, ist es dunkler geworden? Hm. Nein, er wollte das klicken. Und schon keinen Saft mehr. Sehr schön. Also der will ein eigenes Filmchen drehen. Ich weiß nicht, ob er dabei sein will.
Oder ob irgendjemand dabei sein sollte. Nur so nebenbei gesagt. Okay. Okay, und die Dunkelheit ist auch ein bisschen gruseliger, würde ich sagen. Deshalb lassen wir mal die Dunkelheit Dunkelheit sein. Ich habe bereits 5 Kerzen. Ja, ja, warum kannst du nicht mehr mitnehmen, hä? Weiß nicht, nimm eine Handtasche. Fülle sie mit den Kerzen und all dem anderen Zeug. Und dann... Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Vielleicht später. Denn zum Beispiel nur 5 Batterien dabei zu haben, ist ja auch... eine interessante Wahl. Und eine Taschenlampe, die so viele Batterien verbraucht... Oh, hi. Okay. Ja, warum nicht? Sind wir mal ein bisschen verschwenderisch. Okay. Kerzen reichen im Moment aus. Wie gesagt... In so einem Fall würde ich mir einen Sack oder sowas holen. Wo ich das ganze Zeug verstauen kann. Nur für den Fall. Natürlich auch ein Messer. Aber ich bin ehrlich, ich weiß, wie man mit einem Messer kämpft. Zumindest die Grundlagen. Ja, sehr schön, dass du auch da bist. Hm. Das würde bedeuten, ich hätte wenigstens etwas zur Verteidigung. Ich würde mich ein bisschen besser fühlen. Was war das für ein Geräusch? Es würde sich irgendetwas umdrehen, aber der klingt ein bisschen anders. Genau so klingt der. Okay, bei dieser Puppe nichts. Hallo, kleiner Mann. Oh. Mama, Papa, warum habt ihr uns nicht gesehen? Wir haben geleuchtet. Okay. Bist du? Moment. Wir haben geleuchtet. Okay. Kein Interesse, wir haben geleuchtet. Da ist wahrscheinlich etwas hier drin, oder? Moment, kann man das noch spielen? Ja, geht. Wir haben geleuchtet. An. War es das, was ich sehen musste?
Okay, kurzer Moment. Auch wenn es schön ist. Ich kann kein Morse-Code. Also, ich habe euch gesehen. Lang, lang, kurz lang. Gibt es hier ein Morse-Code-Alphabet? So, es ist ziemlich laut. Also auf die andere Seite. Eins. Es ändert sich die ganze Zeit. Aber... Ja, ich sehe es. Jetzt nicht mehr. Also ich weiß, wie man SOS macht. Also, ja, das ist mir bewusst. Ah, verdammt, kein Saft mehr. Okay. Vielleicht mit voller... Wie ich schon sagte. Ha. Okay. Also wenn das ein Morse-Code ist, habe ich keine Ahnung. Lang, lang, kurz, kurz. Lang, lang. Gut. Lang, kurz, kurz. Lang. Kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Okay, ich glaube, wir haben's. Haben die Kinder versucht, mit einer Taschenlampe auf sich aufmerksam? Mehrere Minuten. Vergeblich. Im Haus gegenüber? Nachbarn verreist. Gut, aber hiermit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.